Herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Program. Wir sind bei Episode 16 von unserem wunderschönen Morgenaufgang in Modded Career Version. Das heißt, wir sind voll im Karrieremodus. Und zwar habe ich mir zwei wunderschöne Aufträge ausgesucht, die wir heute machen wollen. Yeah! Und zwar haben wir Rescue Julianne Kerman vom Orbit und Rescue Jenny Kerman. Ja, Jenny Kerman statt Kenny Kerman, aber okay. Beide haben sich im Orbit verlaufen und entsprechend werden wir sie holen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Das bringt uns insgesamt über 200.000 Tacken rein. Das nenne ich mal profitabel. Der Plan ist entsprechend relativ einfach. Hochfliegen, einsammeln, runterkommen, Fettkohle einstreichen. Okay. Wir nehmen unser Schiff, mit dem wir nach Minimus geflogen sind. Das sah am Ende so aus. Ich war recht zufrieden damit, ehrlich gesagt. Wir können es ein bisschen abspecken, weil... Naja... Sagen wir mal so, wir müssen ja nicht bis nach Minimus und auch nicht landen und wieder zurück, sondern Orbit wird reichen. Das heißt, wir sparen uns die hier. So, die hier vielleicht auch. Die Struts auch. So, das reicht, oder? Für Orbit und zurück. Wir könnten auch... Wisst ihr was, wie wäre es, wenn wir Folgendes machen? Wir nehmen die hier weg, schmeißen die hier weg... Und das hier weg. Und sollen wir die Füße behalten? Nein, weg mit den Füßen. Das hier weg. Das hier weg. Und wir nehmen eine von den großen Stages. Eine erwachsene Stage. So. Erwachsene Stage. Terrier dran. Zack dran. Fertig. Doch, wir machen das so. Das müsste schon reichen. Okay. Was die Ausstattung angeht. Ein bisschen Science nehmen wir mit, weil Science immer gut. Solarpaneele, sieht gut aus. Antenne, Batterie, just in case. Ja, sieht doch solide aus. Okay, so. Dann ein paar Struts sollten wir befestigen. Vier Stück, wenn es geht. Und zwar machen wir die relativ weit oben. So. Okay, na, wenn das nicht fest ist. So, dann... Klappt das? Oh, das klappt sogar. Dann nehmen wir das sogar. So, okay. Wir fliegen unbemannt. Tschüss. Weil wir brauchen ja Platz, um unseren Jenny reinzuholen. Das heißt, Probodyne drauf. Blip. So, und wisst ihr was, wenn wir dabei sind, Reaction. Kann die Probe ein Reaction Wheel bedienen? Nicht sicher. Weil die... Doch, das kann, die kann die bestimmt. Ne? Der Pod hat Reaction Wheels drin. Die kann das bestimmt bedienen. Okay. Also jetzt zwei Gu-Kanister. Fallschirme, check. Ablater, check. Ein Haufen Science, check. Brauchen wir zwei? Ja, nehmen wir zwei, was soll's. Das Teil brauchen wir nicht. Oder? Was kostet denn das Ding? 700 Tacken, kommen. Wir riskieren nicht, dass unser Strom ausgeht. Nimm mal mit. Für 700 Tacken ist doch jetzt kein Weltuntergang. Ich meine, das reißt zwar ab am Ende, aber... Na, wen interessiert's? Okay. Außerdem werden wir jetzt noch einen Fallschirm nehmen, um die Swivel Stage zu retten. So. Eigentlich nehmen wir sogar zwei. Okay. Die Kappel. Die kappelt. Okay, wenn das hier die kappelt... Dann... Nein. Hoppala, falsch. Doch, passt schon. Die zünden, wenn diese Stage die kappelt. Moment, welche waren die Fallschirme? Die ja. Die beiden da hoch. Okay, checken wir mal durch. Alle Booster zünden, check. Swivel Engine zündet, check. Fallschirme der Booster zünden, gleichzeitig mit die Kappeln der Booster, check. Abkoppeln der Swivel Engine, der Swivel Stage, das ist die hier. Abkoppeln, check. Und Fallschirme der Swivel Engine, check. Dann zündet die Terrier. Dann die Kappeln der Terrier und Fallschirme der Terrier. Und dann Fallschirme des ganzen Dings. Alright. Also wenn das nicht funktioniert. So. Das Ding nennen wir... Rescue Rocket. 01. So. Safe. Und damit sollten wir theoretisch Jenny holen oder Juliet. Einer von beiden treibt auf ungefähr 100.000 Meter Orbit. Müsste funktionieren, oder? Das ganze Ding kostet 35.000. Und davon sollten wir fast alles zurückkriegen, weil alles Fallschirme hat. Haha. Stage Recovery sei Dank. Okay, und vielleicht bringen wir sogar noch ein bisschen Science mit nach Hause. Das wäre super.
Okay. Pod empty. Gut. Safe. Fast vergessen. Achso, wir haben ja eh keinen. Keine Kontrollsachen für. Für annähern. Das müssen wir halt dann mit der Terrier machen. Machen wir halt. Was soll's. Okay. Also, save und launch. So. Müssen wir mal schauen, dass das was wird. Ich zieh mal so. Okay. Also. Ich meine, ich habe keine Landefüße, aber. Nee, wer braucht schon Landefüße? SAS an. Schub voll. Check. Wo ist mein Ziel? Da. Ah, nein. Da. Janine Spacecraft. Set as Target. Okay. Höhe 117 und 130.000 Meter. Alright. So. Save Julianne Kerbin. Recover Julianne Kerbin. Und Kerbin. Okay. Alles klar. Science. Check. Funktioniert alles. Okay. Also. Start. In. 3, 2, 1. Feuer. So. Ja. Geht gut. Wir sind leichter geworden. Oh, ich hätte die Booster. Ich wollte ja die Booster. Den Schub der Booster reduzieren. Wird jetzt auch so gehen. Okay. So, machen wir vielleicht auch mal das X-Science an. Ich schiebe mir das mal ein bisschen beiseite. So. Okay. Ha, halt! Nein, 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 nein. Was passiert hier? Warum? Nein, lass das. Swivel zünden. Okay, die Swivel. Nein! Das Ding kippt! Okay, mit Hilfe des Gimbals der Swivel Engine. Okay. Huh! Huhuhuhu. Nicht auf Target. Orbit. So. Okay. Huh. Das ist eine knappe Kiste. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Swivel Engine drosseln. Okay. Abkoppeln. Tschüss. Okay. Swivel Engine voll. Huhuhuhu. Wir waren zu schnell. Erinnert mich daran, dass ich das Zeug drossel das nächste Mal. Wie sieht's aus? Oh, wir sind viel zu hoch. Wir sind viel zu hoch. Wir sind viel zu hoch. So. Ja. Drosseln der Engine. Wie ging das hier an? Ah, so. Okay. Und voll ausrichten. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind so hoch, wir sind so hoch, wir sind so hoch. Okay, voll ausrichten. Das, voll einsenken. Okay, wir sind zu hoch. Wir sind viel zu hoch. Okay, dann machen wir so. Dann cutten wir die Engine und zünden, wenn wir ganz oben sind. Und gerade fällt mir auf, diese Fuel-Leitung hier war total für die Cuts. Aber gut. Was sollen wir machen? wenn wir gerade schon hier oben sind. Machen wir das Solarpanel auf. Safe is safe. So, dann beschleunigen wir mal, bis wir da oben sind. Und stopp. So. Und beschleunigen. So. Okay. Wie sieht's aus? Milestone. Aha, sehr interessant. Ich hätte gerne eine Nachricht, was mit meiner Stage passiert ist. Ihr wisst schon, mit den Solid Boostern. Ob die verbrannt sind oder ob die gecovert wurden. Aber gut, okay. Dann abtrennen der Stage. Die wird ziemlich sicher verbrennen, leider. Na gut. So, wie sieht's aus? Okay, Janet hat doch keine Neigung, oder? Nee, bestimmt nicht. Ups. So, okay. Terrier Engine hat ja nicht gerade den mega Schub drauf, ne? Stage Recovery! Yay! Okay. Sehr gut. Das waren die Booster, glaube ich, weil. Das andere Debris, ja genau, die Civil Stage, die ist noch im Landeanflug. Übrigens genau wie wir. Wir sollten mal ein bisschen schneller beschleunigen, verdammte Axt. Habe ich das irgendwie. Wir sind zu schwer! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Warp 3. Wir fallen. Wir fallen zurück nach Kerbin, das ist ganz schlecht. Komm schon, gib Saft. Komm schon, okay, wir richten uns mal noch krasser aus. Weil wir krass drauf sind heute. Okay, Warp. Dann gehen wir zurück auf Warp 1. SAS neu ausgerichtet. Okay. Inklination. Ja. Aber das wird. Wir sind viel zu hoch. Komm jetzt. Oh, kein Scheiß. Was kriegt die Periapsis hoch? Oh Gott, unsere Abhubs ist viel zu weit oben. Viel zu weit. Immerhin, Fuel haben wir noch genug.
Okay, wir stoppen bei. Ja. Bei 37.000 Meter. Okay. Stage Recovery. Sehr gut. Noch eine Stage Recovery und noch eine. Sehr gut. Alle Stages wurden recovered. Das ist sehr gut. Haben wir ein bisschen Kohle gespart. So. Was? Noch eine Stage wurde recovered. Wie viele Stages hatten wir denn? Ach so, logischerweise. Die Booster sind ja jeder einzeln abgefallen. Also hatten wir 4 Booster Stages und die Swivel Stages. Also 5 Stück. Okay. Wie sieht unser Strom aus? Okay, Strom ist gut. Strom ist gut, Strom ist gut. Wir werden jetzt hier an der Periapsis minimal bremsen, weil unsere Apoapsis viel zu weit oben ist. So, drehen wir uns. Oh Gott, das ist... was für ein schöner Ausblick. Okay. So. Also gut, ein bisschen bremsen. So, machen wir 30% Schub. Ach, was soll's. 100%, komm, gib Vollsaft. Wir haben noch 150 Liter. Okay, nicht übertreiben. Nicht übertreiben, wir wollen uns nicht ewig drehen. 190.000 Meter reicht. Okay. Hier haben wir Target Position at Intersect. Okay. Und hier haben wir Intersect. Intersect 1, Intersect... Oh, das ist schlecht, denn wir hier sind, ist... Müssen wir uns eine ganze Weile drehen. Okay, dann werden wir unsere Apoapsis anheben, wenn wir drüben sind. Unsere Periapsis anheben, sprich, wir heben den tiefsten Punkt an. So, und zwar machen wir das jetzt gleich. Natürlich mal wieder ein bisschen verpasst, die Note. Also gut, Nase hoch. Komm. Komm. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Hier mal. Position Intersect 1, Intersect 2. Ah, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Bisschen mehr. Okay, so reicht's. Okay, und jetzt werden wir uns wahrscheinlich in Weichen drehen müssen. Ich hoffe mal, dass Julienne in ihrem Spacecraft inzwischen nicht verhungert. Also die Pinken, für alle, die keine Kerbal Space Program Experten sind. Das erste Mal Intersect im Orbit ist echt eine Qual. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal 4 Stunden gebraucht, als ich das gemacht habe. Es sieht so aus, die pinken Teile hier müssen sich begegnen. Das eine, ich glaube, das ohne Strich, genau, dieses Intersect hier, ist meine Position, wenn ich dem Zielobjekt am nächsten bin. Und das gestrichelte ist die Position des Zielobjektes, wenn es mir am nächsten ist. Sind die beiden an der gleichen Stelle? Naja, sind wir uns halt am nächsten. Weil, dass wir uns jetzt am nächsten sind, bringt mir nicht viel. Weil, naja, es liegen halt immer noch 8 Milliarden Kilometer zwischen uns, oder was? So, aber jetzt bei der nächsten Umdrehung könnte es soweit sein... mal schauen. Aha, sieht doch schon mal gut aus. Wenn ich jetzt bremse, ja, dann wandern die zusammen. Seht ihr das? Die nähern sich an. Okay, das reicht. Wir werden auf der anderen Seite bremsen. Und dann holen wir uns Julienne. Oder Julienne. Oder Tu. Ich bleibe jetzt bei Julienne. Okay. Stopp. Okay. Fokussieren wir hier auf Kevin. Okay. Wie kriegt man hier ein anständiges... Okay, so geht's. So, dann werden wir uns jetzt mal auf die Bremsnote ausrichten. Okay. Und ein bisschen beschleunigen. Also, eigentlich bremsen. Ah, da seht ihr. Separation 15 Kilometer. Ein bisschen viel immer noch. Weniger wäre mir lieber. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ja, weniger als 5 wird es wohl kaum werden. 4,9. Aber wir haben schon wieder 2 bekommen. Ne, es wird schon wieder mehr. Ne, wir bleiben bei 5. Okay. So, dann beschleunigen wir. So, und dann... Okay, da ist unser Ziel. Da. Da ist Julienne's Craft. Wir haben eine relative Geschwindigkeit zu der Craft mit fast 90, also mit über 90 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir werden eiskalt dran vorbeirasen. Das müssen wir verhindern. Ich hoffe ehrlich gesagt stark, dass Julienne immer noch aus eigener Kraft aussteigen kann und rüberkommen. Weil ich habe mir keinen Docking-Port oder irgendwas dran geklatscht. Okay. Wo ist sie? Julienne? Julie? Ah, da drüben. Okay. Oh, oh. Wir sind schon bei 4,9. Ab jetzt werden wir uns entfernen. Also, wo ist die Bremsnote?
Okay, hier. So, wir müssen jetzt unsere relative Geschwindigkeit zu Julien auf 0 reduzieren. Komm, 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 komm. Mehr Schub. Oder nicht ganz so viel Schub. Wir haben noch 10 Meter relativ dazu. Okay. 2,9 Meter pro Sekunde. Okay. 0 Meter pro Sekunde. Okay, jetzt sind wir relativ stabil im Vergleich zu Julien. Ich glaube aber, es wird nicht reichen, um rüber zu switchen. Deswegen werden wir mal drauf zusteuern. So, wie viel Liter haben wir noch? 130 Liter fast, reicht. Also Vollgas auf Julien zu. Nicht übertreiben. 20, 30 Meter pro Sekunde sind völlig ausreichend. So, wir nehmen 50 Meter pro Sekunde. Okay. Julie, wir kommen. Okidoki, sieht doch mal gut aus. So, dann richten wir uns schon mal aus, wieder zu bremsen. Sonst schießen wir nämlich dran vorbei. Okay, ausgerichtet. So, dann werden wir so lange auf Julie zufliegen, wie die Zahl kleiner wird, hier, unser Abstand. Und wenn es anfängt, größer zu werden, werden wir voll die Bremse reinhauen. Und dann werden wir hoffentlich mit Julie rüber können. Okay. Vielleicht schon mal langsam ein bisschen runterbremsen. Okay, wir müssen ein bisschen schnell runterbremsen. Oh, oh. So, wir haben noch 9 Meter pro Sekunde drauf. Machen wir mal aus den 9 lieber 0. Wir sind bei 4, 3, 2, 1, 0. 0,1. 0,1 ist okay. So. Ein Quicksave machen wir. Und jetzt ist die Frage, können wir rüber switchen? Yay, wir können rüber switchen. So, also, Julien. Oh, wer hat dich denn da reingesperrt? Okay. Julie? Rescue Rocket, set as target. Check. Julie, EVA, please. Okay, komm schon. Mach deinen Raketenrucksack an, mach deine Lichter an. Julie, alles fit? Die ist begeistert. Da ist unser Target. Go for it. Ja, SS ist halt nicht. Dam, 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 dam. Ah, Julie Silov begeistert. Yay! Nicht unser Rocket verpassen. Los, wir müssen ein bisschen darüber. So, bremsen. Bisschen nach vorne. Nach unten. Ah, cool. Damit kann man... Aha, sozusagen. Wenn ich hier das EVA, den Raketenrucksack steuere, springt der Thrust Limiter hier nach oben. Wir kommen. Bitte nicht das Solarpanel abreißen. Wuhuhu, wir sind deutlich schneller als erwartet. Und wir stehen kopfüber. Das ist aber nicht so wichtig. So, jetzt schön sanft. Schön sanft. Kann ich einen EVA-Report machen? Bringt mir, glaube ich, nichts, ne? Nö. Na gut. Und. Board. Grab. Board. Haha. Wir haben Julie. So. Wir haben noch echt viel Fuel übrig. Gut zu wissen, dass die Stage ein bisschen überdimensioniert war. So. Atmospheric Pressure Scan while in space. Also auf Deutsch, wir können diesen Scan hier machen. Ups. Ah, haben wir ein bisschen Science abgegriffen. Mysterious Goo können wir auch machen. Gibt sogar ein bisschen Science. Nicht übertrieben viel, aber ein bisschen. Und Material Studies. Na komm, machen wir es. Das glaube ich in Science oder was es gibt. 6. Naja, immerhin. Nehmen wir es halt mit. So, dann würde ich sagen mal... Sagen, ist es Zeit, nach Hause zu kommen. Also drehen wir uns. Oh, wir können schauen, vielleicht landen wir sogar auf dem Dings, auf dem Startpad. Oh, ich will aber nicht bei Nacht landen. Nö, keine Lust. Will ich nicht. Nö, machen wir nicht. Machen wir nicht, will ich nicht, tun wir nicht. So, dann drehen wir uns lieber ein bisschen. Hoppala. Wenn ich einen EVA-Report mache, dann gibt's Science. Aha, so, so. Dann machen wir einen EVA-Report. Meine Q-Report wird nicht viel bringen, oder? Nö. Julie, als Preis fürs Retten machst du mir einen EVA-Report. Haha. Keep. Board. Und sicher ist sicher, senden wir den gleich mal. Wofür haben wir denn die Antenne dabei? Okay. Ich meine, die Antenne funktioniert immerhin. Das ist schon mal was. Ich habe es doch gesendet. Warum hat das mir nicht... Warum sagt er mir nicht, dass es gesendet ist? Oh. Weil wir schon in einem anderen... Oh, ah da, jetzt ist es grün geworden. So. Wo ist denn das Space Center? Oh. Muss man erkennen, ne? Ich glaube, das Space Center liegt auf der Nachtseite gerade.
Okay, ich glaube, das ist mir langsam wurscht. Wir bremsen einfach und kommen runter und fertig. Okay. Wir werden einfach... Jetzt. Ja, jetzt ist gut. Kommen wir auf dem Wasser raus? Ist egal. Also gut. Oh, ein EVA-Report können wir auch machen, aber erstmal bremsen. So, wo ist denn unsere Bremsnote? Ah, da. Dachte schon, wir haben keine Bremsnote mehr. Ich wäre so verloren. Inzwischen verlasse ich mich so sehr auf die Teile. Okay. Dam, da, 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 da. Wie heiß wollen wir reinkommen? Ah, wir übertreiben es nicht, ne? Schön sanft. Ach Quatsch, schön sanft. Runter damit. So, Vollschub. 20.000? Ja, mach mal 10. Ach, mach mal 0. Runter bis im Boden. So, passt. Okay. Oh Gott, es ist dunkel. Es ist stockdunkel. Es tut mir leid, aber wir machen jetzt hier ganz schnell ein EVA. Das gibt halt... Nein, 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 warum? Vorhin hat es mir doch... selber schuld. Vorhin hat es mir angezeigt, dass EVA würde was bringen. Okay, was soll's. So, ab nach Hause. Yay! Eigentlich war das nicht gedacht, mit der Stage noch heimzukommen. Aber... Ich habe nichts dagegen. So, dann mal abkoppeln. Apropos. Was ist denn diesen Haken? Contract... Ah, wir haben Julie eingesammelt. Und was ist das hier? Milestone. Ja, wir haben wieder irgendwas Tolles gemacht. Ah, Rendezvous-Manöver. Toll. Was ist das? Das Grüne hier? Oh, cool! Die kriegen wir jetzt als Astronaut hin. Wisst ihr, wie teuer so ein Astronaut ist? Der kostet 30.000. Die ganze Rakete kostet so viel wie ein Astronaut und die werden immer teurer. Geile Sache. Wusste ich gar nicht, dass wir so auch Astronauten bekommen können. Oh, wir können noch einen Scan machen, Pressure Scan. Gibt auch noch ein bisschen Science. So, los geht's. Atmosphäreneintritt. Go, go, go. Ah, wird eine heiße Sache. Vielleicht ein bisschen die Nase hochnehmen, wenn es geht. Den Strom im Auge behalten. Ohne Strom keine Reaction Wheels. Ja, das Solarpanel bricht gleich ab. Das war abzusehen da. Keine Panik, nicht erschrecken. Solarpanel verabschiedet sich gleich. Vielleicht kriegen wir das Solarpanel irgendwie heimgerettet? Nein, das war's. Macht nichts. Wir haben noch die Backup-Solarpaneele oben drauf, die halten eine Weile. Wir sind aber ganz schön schnell unterwegs. 2000 Meter pro Sekunde? Vielleicht hätte ich die Periapsis doch nicht so stark anheben sollen. Okay, im Notfall sprengen wir die untere Stage und nutzen den Uplater. Sprich, den Hitzeschild. Ich hatte gehofft, wir kriegen das irgendwie mit nach Hause. Die Terrier Engine und den halbvollen Fuel Tank. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber scheint doch zu gehen. Oh, oh, nein, 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 nein. So. Oh, nein. Irgendwas überhitzt da. Was überhitzt denn da seitlich? Die Batterien auf der einen Seite. Die Batterie. Aber gut, die Batterie soll ruhig überhitzen. Das ist mir egal. Da überhitzt noch irgendwas. Ich meine, es wäre schlecht, wenn sie falsch mehr wären. Aber richtig schlecht wäre es, wenn es die Science Bay wäre. Das wäre richtig, richtig schlecht. Ich wabbel absichtlich so ein bisschen hin und her. Das scheint die Hitze besser zu verteilen. So, da sind die abwechselnd praktisch belastet. Ich meine, wir brauchen nur noch 300 Meter pro Sekunde zu verlieren. Dann sind wir safe. Ah, okay. Komm. Fast 1400 Meter. Ab 1300 sind wir safe. 1350. Ich glaube, wir sind safe. Jupp. Ja, sind wir. Alles gut. Und wir kommen voll übers Wasser rein. Bäh. Ich wollte nicht über Wasser reinkommen, weil Wasser haben wir schon Science gemacht. So irgendwie so Grasslands, Mountains, irgendwas Fancyes wäre cool gewesen, aber... Was soll man machen? So, okay. Also, physikalische Beschleunigung, los. Dam, 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 dam. Oh, ich sollte beim Stagen vielleicht aufpassen, dass ich nicht aus Versehen dann am Ende noch doch noch dekappel. So... Und wir kommen rein. Sollen wir die Fallschirme schon aufmachen? Wir sind bei 5000 Meter. Das dauert dann wieder ewig, bis wir... Was soll's. So, okay. Und öffnen der Fallschirme in 3, 2, 1, öffnen. Öffnen! Die anderen auch, alle. Wow, das war jetzt... Ich habe aus Versehen die einen Fallschirme zuerst geöffnet. Ich hatte Angst, dass wir kippen. So, das lief doch gut.
Können wir irgendwelche Science-Zeug machen? Material Studies haben wir schon offen. Goo können wir machen. Machen wir mal einen Goo-Container auf. Ja, 0,1 Science. Weg damit. Gut. Das lief doch gut. Und wir kommen mit der Stage nach Hause an. Können die auch noch recovern. Bei 4,9. Ich glaube, die Terrier Engine hält 5 Meter pro Sekunde aus. Wenn wir es also schaffen, mit 4,9 aufzukommen, sollten wir die recyceln können. Und das Wasser ist ja weicher geworden mit dem Patch. Hoppala, hoppala, hoppala. Nicht so schnell. Wo ist unser Schatten eigentlich? Da haben wir auf Wasser kein... Doch, da. Da ist unser Schatten. Aber wir sind noch 20 Meter hoch. Wieso ist unser Schatten so klein? Wow. Ach, wir sind schon unten. Splash. Und... Platsch. Wie sieht es jetzt mit Science aus? Atmospheric Pressure. Was haben wir hier eigentlich? Atmospheric Pressure Scan while in space near Kerbin für 7 Science. Was haben wir auf der anderen Seite? Atmospheric Pressure Scans while... für 6 Science. Okay. Das deleten wir und wir nehmen ein neues. Für 6 Science. Da war das andere ja besser. Okay, wir können einen EVA Report machen. Können wir einen Crew Report vielleicht sogar machen? Crew Report? Na, bringt nichts. Wie sieht es mit Thermometer aus? Log Temperature? Na. Surface Sample. Wir können Surface Sample nehmen? Okay. Wow, das bringt 1-1. Dann nehmen wir ein Surface Sample. Oh Gott, jetzt fängt das Ding bitte nicht an zu rollen. Okay. Take Surface Sample. Wir kriegen 10 Science, weil wir... You scoop the sample of the surface. It's very humid sampling. Okay. Ein EVA Report. Okay, warum denn nicht? Dann greift ihr mal das Zeug und board. EVA Report, Surface Sample. Warum wird das nicht angezeigt? Was soll's. Wir machen Crew Report. Das scheint irgendwie nicht so recht zu mögen, aber ist egal. So, dann recovern wir das Vessel. Und holen uns eine Menge Kohle. Ich glaube 60.000 gibt es nur für das Recovern. Gab es noch 10.000 fürs Einsammeln. Und ich glaube nochmal 20.000 im Voraus. Und 50 Science gibt es auch noch drauf. Quatsch, von wegen 50 Science. Doch, 9, plus 49 Science. Hat doch gar nicht so wenig gebracht. Was gibt denn so viel Science hier überhaupt? 12 Science gibt es für Recover. Recovery of a vessel returned from Kerbin. Ach so, also weil wir ein Gefährt, ein Spacecraft, was auch immer, vom Orbit zurückgebracht haben und das recovered haben, dafür kriegen wir schon 12 Science. Schon auch nicht, auch schon nice. Und nochmal 10 Science für das Surface Sample. Wofür haben wir da insgesamt 49? Wir fragen nicht. Passt, dankeschön. So, und Julian Kerbin. Yay! Advanced to Level 1. Mhm. Was ist denn die? Ist die Pilotin? Nein, mach mal, brauchen wir nicht. So, können wir für 90... Doch, für 90 Science können wir jetzt irgendwas holen. Ein Reaction Wheel. Monoprop Thruster. Ihr wisst schon, für Stocking und so ist ganz praktisch. Oder wir holen uns Advanced Constructions. Das gibt ein paar Fairings und so Zeug. Oder was haben wir hier? Miniature Docking Ports. Docking Port ist... Wir nehmen das Docking Port. So. Okay. Das lief doch schon mal gut. Hahaha. Chucky Chucky. Nur 11 Reputation haben wir bekommen. Was soll's. Okay, das war praktisch der Testlauf. Das eigentliche Problem ist nämlich jetzt hier Julians Craft. Das können wir terminaten. Da ist keiner drin, oder? Ist jemand in Julians Craft? Schauen wir mal nach. Kurz schauen wir mal nach, sicherheitshalber. Das können wir terminaten. Und dann zeige ich euch nämlich, wo das nächste Craft ist, das wir brauchen. Da ist keiner mehr drin. Transfer Q. Okay. Dann können wir das leere Craft da aufräumen. Ich mag es nicht, wenn Müll in meinem Orbit rumfubbelt. Das ist immer die Hölle da. Nach 2 Stunden ist dann alles voll gemüllt. Okay, Julians Craft. Terminate. So. Jenny's Pot. Passt mal auf, wo der ist. Merkt ihr was? Guckt euch das an. Das Weiße hier ist der Mond. Der Moon. Der ist außerhalb vom Mond. Der wird nicht ganz so simpel zu rescuen sein. Aber gut. Dann den werden wir holen. Der gibt nämlich noch deutlich mehr Tacken. Der gibt 50% mehr Kohle als Dings gebracht hat. Als Janine. Haben wir vielleicht irgendwas, was wir damit kombinieren können? Sowas wie Scientific Data from Space Around the Moon. Sowas zum Beispiel. Oh ja.
Das nehmen wir. Okay. Das heißt, wir holen uns Scientific Data vom Space Around the Moon und Rescue Jenny. Alles klar. Dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal machen. Also, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, wenn nicht, Däumchen runter. Wenn ihr sehen wollt, wie wir Jenny holen, dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann hoffe ich, wir sehen uns dann. Und bis dahin, viel Spaß noch.